Hey, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist hier am Samstag. Heute aus unserer Wohnung in Prag. Ich bin mit ein paar Freunden übers Wochenende nach Prag gefahren und viele von euch fragen mich immer wieder, hey Tim, wie schaffe ich es, eine Frau aus dem Club mit nach Hause zu nehmen? Und da gerade ein paar von uns losgezogen sind in den Club, dachte ich mir, was gäbe es für einen besseren Moment, als dieses Thema aufzugreifen. Denn es gibt ein paar Dinge, die du verstehen musst, wenn du auf Dauer dazu in der Lage sein willst, regelmäßig Frauen aus dem Club mit nach Hause zu nehmen. Viel Spaß beim Video. Also, was du verstehen musst, um Frauen regelmäßig aus dem Club mit nach Hause zu nehmen, ist Folgendes. Der Abend, jeder Abend, sei es im Club, in einer Bar oder in irgendeiner Situation, die eben in den späteren Stunden stattfindet, das kann auch eben auf der Straße sein, du musst dafür nicht im Club oder in einer Bar sein, aber jeder Abend hat ein gewisses Tempo. Was meine ich damit? Mit Tempo meine ich so viel wie ein Abend entwickelt sich. Der Abend fängt hier unten an für die meisten Leute, du kennst das sicherlich aus deinem eigenen Freundeskreis, du triffst deine Freundin, dann trinkt ihr vielleicht was vor, dann geht ihr in den Club, dann trinkt ihr dort vielleicht noch ein bisschen mehr, dann seid ihr total betrunken, habt Spaß, tanzt, du sprichst mit ein paar Frauen und irgendwann flacht das Ganze ab. Ihr geht nach Hause, du gehst schlafen und so endet der Abend. Also wie so eine Parabel kannst du dir das vorstellen. Und genauso ist es auch für die Frau. Wenn du jetzt losziehst und dein Plan ist es, eine Frau mit nach Hause zu nehmen, dann ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass du sie in den ersten Stunden des Abends mitnehmen kannst. Denn wenn Frauen in den Club gehen, dann tun sie das meistens, und da kannst du mal deine Freundin fragen oder einfach weibliche Personen in deinem Leben, dann tun sie das meistens, um mit Freundinnen Spaß zu haben und zu tanzen. Das ist das, was dir alle Frauen sagen werden, und das ist auch einfach die Wahrheit. Es gibt tatsächlich Frauen, die gehen nur deswegen in den Club und ohne diese Hinterabsicht, Typen kennenzulernen. Klar, jede Frau denkt sich, es wäre cool, jemanden kennenzulernen, wenn da ein cooler Typ kommt, der ihn anspricht, aber es geht für die Frauen nicht unbedingt darum, einen Typen kennenzulernen, und vor allem nicht in den ersten paar Stunden, denn dann will sie ankommen im Club, will ein bisschen mit ihren Freundinnen Spaß haben, will auf jeden Fall ein bisschen tanzen, und deswegen wirst du zum Beispiel die Frauen nicht um 12 Uhr oder um 12:30 mit aus dem Club nach Hause nehmen. Was das für dich bedeutet ist, du kannst dich am Anfang des Clubabends einfach so ein bisschen zurücklehnen, ein bisschen entspannen. Du musst dir keinen Stress machen, du musst dich hinter jeder Frau herrennen und versuchen, hey, hey komm, lass uns doch irgendwie zum Ausgang gehen, hey komm, lass uns doch was essen gehen. Das ist halt einfach zu früh. Es kann im späteren Verlauf des Abends funktionieren, absolut, aber so um 12:00, 1:00 ist es meistens einfach zu früh. Das ist natürlich auch immer davon abhängig, wo du gerade bist. In den Staaten ist es, glaube ich, so, dass Clubs auch bedeutend früher zumachen. Das ist doch so, ne? In den Staaten machen Clubs so 2 oder... Ja, ja. Ja, der Daniel weiß Bescheid. In den Staaten machen die Clubs einfach bedeutend früher zu. Da verschiebt sich dann logischerweise das Ganze so ein bisschen. Aber hier in Deutschland ist es ja meistens so, gerade wenn du in einer größeren Stadt bist, nehmen wir als Beispiel Berlin, da feiern die Leute teilweise bis 4, 5 Uhr morgens. Und es ist einfach unwahrscheinlich, dass du die Frauen vor, sagen wir, 3 Uhr nachts mit nach Hause nehmen kannst. Das heißt, genieß die Zeit im Club, werd so ein bisschen warm, hab vor allem Spaß. Das ist das Allerwichtigste, denn diesen Spaß, diese Lockerheit wirst du später im Verlauf brauchen, um die Frau auch effektiv mit nach Hause nehmen zu können. Der einfachste Weg, um die Frau dann mitzunehmen, wenn du eine gefunden hast, die dir gefällt, ist folgender. Du sollst natürlich, das ist logisch und ich erwähne es einfach nochmal, falls es nicht klar ist, natürlich sagst du der Frau nicht, hey komm, wir gehen zu mir nach Hause und haben ein bisschen Spaß, oder hey komm, wir gehen zu mir nach Hause und haben Sex oder irgendwas in der Richtung. Natürlich sagst du das nicht. Du willst eine Möglichkeit schaffen für euch, einen Rahmen schaffen für euch beide, dass Sex passieren kann, dass die Frau sich am Ende des Tages denken kann, das hatte ich jetzt nicht erwartet. Ja, es hätte passieren können, aber es ist einfach so gekommen. Der Sex ist einfach so passiert. Das ist das, was die Frau denken muss, um sich wohl genug zu fühlen, um mit dem mitzukommen. Und das zu erreichen ist nicht so schwer, wie es jetzt gleich, also wie es jetzt vielleicht klingt. Denn wenn sich so die Zeit nähert, wo die Frauen nach Hause gehen, wo der Club sich so ein bisschen leert, dann kannst du einfach Folgendes machen. Die Frau, die dir gefällt, oder eine Frau, die du dann am Ende des Abends kennenlernst, du quatschst ein bisschen mit ihr und sagst, hey komm, lass uns doch noch kurz was trinken gehen oder was essen gehen. Ja, das ist was nicht Unnormales nach dem Club, du kennst es wahrscheinlich selbst. So, wenn man getrunken hat, geht man dann gerne mal, wie wir früher immer mit den Freunden, wir waren da bei McDonald's und haben noch einen Chicken McNugget Menü gegessen. Geh einfach mit der Frau dann noch was essen, noch was trinken. Da kann auch gerne einfach die Gruppe von ihren Freunden noch dabei sein, deine Freundengruppe. Dann ist das Ganze nämlich sehr, sehr ungefährlich für die Frau, weißt du. Dann sitzt sie da mit dir und denkt sich, hey, ich bin hier mit meinen Freunden und diesem Typ und wir essen noch was, wir trinken noch was. Alles super entspannt, ja. So kann sich das ganz normal entwickeln. Und an dieser Stelle wirst du auch kaum Widerstand von der Frau bekommen, weil ihr nur zusammen was essen oder trinken geht. Und von da aus ist es nicht mehr so schwierig, sie mit zu dir nach Hause zu nehmen. Ja, angenommen, ihr seid dann in dem Laden und esst noch was zusammen.
Und dann kannst du von da aus einfach den Weg weitergehen. Du nimmst sie vielleicht an die Hand und gehst in Richtung dein Zuhause. Steigst mit ihr in die Bahn und fährst dann einfach mit ihr zu dir. Sagst du zum Beispiel, hey cool, pass auf, ich zeige dir noch einen coolen Ort in der Stadt. Vielleicht ist sie gerade über das Wochenende zum Feiern da. Vielleicht kommt sie nicht aus der Stadt. Und so kannst du sie relativ einfach mit zu dir nach Hause nehmen. Ohne jeweils zu erwähnen, dass du jetzt mit ihr nach Hause gehen wirst. Das ist halt ganz wichtig, um nicht diesen Druck aufzubauen, um nicht ganz viel Widerstände in ihrem Kopf zu erzeugen, die dafür sorgen, dass sie nicht mitkommen wird zu dir. Wenn du es ganz gewieft machen willst, dann, und ich kenne ein paar Leute, die machen das tatsächlich so, dann gehst du zu etwas späteren Stunden in den Clubs. Zum Beispiel so um 2 oder 3. Ich kannte mal jemanden, der wirklich sich darauf fokussiert hat, Frauen im Club kennenzulernen, Frauen im Club mit nach Hause zu nehmen. Und der ging meistens so um 2, 3 in die Clubs, wo halt langsam die Frauen anfingen, nach Hause zu gehen. Und dann kannst du einfach schauen, hey, welche Frau geht gerade nach Hause oder ist so gerade dabei aufzubrechen, kommst mit ihr ins Gespräch und begleitest sie mit aus dem Club. So sparst du dir diesen ganzen Teil davor, wo du im Club tanzt, wo du die ganzen anderen Sachen machst und kannst dich wirklich darauf fokussieren, die Frauen kennenzulernen und versuchen, mit diesen Frauen auch nach Hause zu gehen. Du kannst es aber auch noch einfacher machen und bist einfach zu dem Zeitpunkt, wo die meisten Leute den Club verlassen, draußen auf der Straße vor dem Club unterwegs und lernst dort eben die Frauen kennen. Es geht nur einfach darum, dass die Frau an diesem Zeitpunkt, wo sie den Club verlässt, ja, stell dir doch mal die Kurve vor, hier beginnt das Ganze, sie ist mit ihren Freundinnen beim Vortrinken und so weiter, oder vielleicht trinken sie auch nicht vor, aber sie ist hier mit ihren Freundinnen, da haben sie Spaß, hier oben im Club haben sie richtig viel Spaß, sie tanzen, wow, alles super, tanzen, deswegen ist sie auch gekommen und dann flacht das Ganze wieder so ein bisschen ab und dann freuen sich viele Frauen, wenn sie einfach noch einen coolen Typen kennenlernen, mit dem sie noch ein bisschen den Rest des Abends verbringen können, vorausgesetzt, der Typ gefällt ihnen, das setzt dann für dich voraus, dass du einige Frauen kennenlernst, bis du eine Frau triffst, wo das einfach passt. Aber es ist eben sehr unwahrscheinlich, dass du die Frau am Anfang des Abends mit nach Hause nehmen wirst. In der Mitte, ja, klar, an diesem Hochpunkt kann es tatsächlich passieren, wenn sie sehr betrunken ist, wenn gerade dieser Tanzmodus ist, du kennst das, wenn der ganze Club gerade am Abgehen ist, so meistens um 1, 1/2, 2, wo die Leute dann anfangen, wirklich betrunken zu sein. Das kann ein Punkt sein, wo du sie auch mit nach Hause nehmen kannst. Aber am einfachsten ist es eben so um die Zeit, wo die Frauen den Club verlassen. Und wenn du jetzt zum Beispiel mit der Frau, die du im Club kennengelernt hast, nicht mit nach Hause gehen konntest und du bist jetzt so um die Zeit 3 oder 4 Uhr, dann ist das gar nicht schlimm. Dann mach einfach das, was ich dir eben gesagt habe. Nämlich geh auf die Straße und schau, hey, wer ist denn hier noch? Wer ist hier noch, der gerade den Club verlässt? Also welche Frau ist hier noch, die mich interessiert? Komm mit dieser Frau ins Gespräch und setze dann das Weitere sofort, wie ich es dir eben erklärt habe. Das Ganze braucht ein bisschen Übung, weil du ein bisschen Souveränität entwickeln musst in diesem ganzen Ablauf. Es ist natürlich klar, dass wenn du jetzt das erste Mal diesen ganzen Ablauf durchgehst, du nicht super locker bist und das Ganze reibungsfrei funktioniert. Da musst du halt ein bisschen Geduld mitbringen. Probier es ein paar Mal, probier es bei ein paar Frauen. Wenn du das ein paar Mal gemacht hast, wird sich eine Routine entwickeln und dann ist das Ganze tatsächlich gar nicht mehr so schwierig. Und dann kannst du dir immer noch selbst aussuchen, finde ich das Ganze effektiv, möchte ich also weiterhin nachts Frauen kennenlernen oder beschränke ich mich zum Beispiel, wie ich das momentan mache, auf den Tag und lerne dort meine Frauen kennen, weil ich persönlich diesen Zeitaufwand nicht aufbringen möchte, ständig in die Clubs zu gehen und dann bis 4 oder 5 Uhr wach zu sein und dann am nächsten Morgen um 11 Uhr aufzustehen oder um 12 Uhr, dann ist ein halber Tag vorbei. Aber das ist immer davon abhängig, wie dein Leben momentan aussieht und wie du da die Priorität setzen willst. Also lass mich das Ganze nochmal zusammenfassen. Am Anfang des Abends, im ersten Teil des Abends, ist es sehr unwahrscheinlich, dass du die Frau mit nach Hause nimmst. Deswegen, wenn du da schon im Club bist, entspann dich, hab Spaß mit deinen Freunden, hab Spaß mit den Frauen, mach gerne auch mit ein paar Frauen rum, um so ein bisschen den Abend schon mal zu genießen und in Stimmung zu kommen. Und dann kommt dieser wichtige Punkt, so gegen 3, 3/2, 4, wo dann langsam die Leute den Club verlassen. Da schau dann, wo ist die Frau, die ich toll fand oder lerne da neue Frauen kennen und verlass mit den Frauen den Club, um noch mit denen was zu essen, was zu trinken und führe es dann von da aus ganz natürlich weiter, indem du noch mit denen weitergehst und dann einfach Richtung deine Wohnung mit denen gehst. Ja? An dieser Stelle kann es natürlich zu Widerständen kommen, absolut, aber das ist nicht auszuschließen. Wenn die Frau Lust hat, wenn sie sich während des Essens mit dir oder des, was auch immer ihr gemacht habt, ihr habt noch was getrunken, ihr habt noch was gegessen, während sie sich währenddessen gedacht hat, hey, das ist ein cooler Typ, der gefällt mir und wenn du währenddessen nicht so viele Fehler gemacht hast, dann ist dieser Weg zu dir nicht das große Problem. Ja, du kannst auch sagen, hey komm, lass uns doch einen entspannten Cocktail trinken gehen, ich kenne einen coolen Ort. Ja, so einfach. Ja, ihr habt eine Pizza gegessen, lass uns doch kurz entspannten Cocktail trinken gehen, ich kenne einen coolen Ort und du nimmst sie mit zu dir. Klar, es können Widerstände entstehen an der Stelle, bleibt ein bisschen hartnäckig, bleibt ein bisschen dran. Aber wenn ihr euch schon beim Essen zum Beispiel beim Kennenlernen gefallen habt, dann ist die Chance eigentlich sehr hoch, dass das Ganze auch funktionieren kann. Wenn du ganz hardcore sein willst, kannst du es auch so machen, dass du dich
um die Uhrzeit, wo es dann leerer wird, 3, 4 rum zum Club begibst und dort einfach Frauen kennenlernst, entweder im Club oder draußen auf der Straße vor dem Club. Und so kannst du einfach sehr, sehr effektiv Frauen kennenlernen und mit nach Hause nehmen. Wie gesagt, üb diesen Vorgang ein bisschen, dann wirst du souverän darin und wirst merken, hey, das ist nicht halb so schwer, wie man sich das vielleicht vorstellt, nicht halb so schwer, wie du es vielleicht jetzt denkst. Und dann wirst du auch bald erfolgreich Frauen aus dem Club mit nach Hause nehmen. Schön, dass du dabei warst. Jetzt kannst du unten in der Ecke noch das Quiz machen, wie attraktiv du auf Frauen wirkst. Dort zeige ich dir auch noch, wie du es schaffen kannst, noch attraktiver auf Frauen zu wirken. Einfach unten in der Ecke klicken. Dort in der Ecke kannst du den Channel abonnieren, um keine Videos mehr zu verpassen. Und oben in der Ecke geht es zum letzten Video auf diesem Channel. Ich freue mich, dass du dabei warst hier am Samstag. Das nächste Video kommt, wie du weißt oder vielleicht auch nicht, am Donnerstag, also immer donnerstags und samstags. Ich freue mich, dich Donnerstag wieder dabei zu haben. Bis dahin, ciao.